Deswegen, wenn nicht, freue ich mich, dass ich wieder reichlich Post bekomme. Denn so, da geht die Geschichte weiter. Genau. Und zwar, was haben wir hier statt Herne? Ja. Jobcenter prüft gerade meinen Anspruch und verlangt dazu einen aktuellen Bescheid der Stadt Herne. Und den habe ich hier jetzt in Händen. Super. Die mich geprüft haben, wie viel Manpower da in so eine Prüfung von so einem Bürgergeldempfänger fließt, ist unglaublich. Ja, anstatt die Millionäre zu prüfen, ja, da könnten sie richtig Kohle einsammeln. Nee, da kontrollieren sie die Ärmsten der Armen bis zum Abwinken und können nichts damit verdienen. Ah, lächerlich, lächerlich, lächerlich. Aktion Mensch TV. Ja, so wird man jetzt über den Hauptgewinn informiert. Los Nummer. Hat leider nicht funktioniert. Oh, da ist Konto.de. Ja, das geht ja nicht. Das Konto. Nee, das ist schon okay. Habe ich dem schon mal eine andere Bank mitgeteilt. Das Los habe ich schon. Allerdings an diesem Wochenende noch keinen Gewinn erhalten. Jobcenter. Was wollen die denn? Nachweis über die Zuschüsse zu den Versicherungsbeiträgen. Das Kalenderjahr 2023. Folgende Daten wurden übermittelt. Ja, super. Amtsgericht Herne. Ja, da habe ich natürlich, ja, was die Ebene der Zersetzung angeht, da tut sich gerade was. Beziehungsweise hat sie schon getan. Ja, da konnte mein Feind meine Verteidigung durchbrechen, meinen Widerstand überwinden und mir einen finanziellen Schaden zufügen. Einfach gesagt, indem ich verurteilt wurde, über 1000 Euro an Frau Richards in Hamburg zu überweisen für eine von ihr gemietete Ferienwohnung. Habe ich nie gemacht. Die Frau Richards habe ich angezeigt, wegen Betrugs. Die Bullen machen nichts, gar nichts. Der Richter verurteilt mich. Müssen sie zahlen. Ja, und gegen dieses Urteil Widerspruch einzulegen, war mir aufgrund der Mitarbeit eines korrupten Bediensteten des Pennerheims nicht möglich. Die, je nachdem wer das war, hat das Urteil genau 2 Wochen dort zurückgehalten. Und als die Widerspruchsfrist abgelaufen war, ausgehändigt. Ja. Und den Schaden habe ich jetzt. Ich habe mich am Rechtsanwalt nicht beraten lassen. Keine Chance. Und der Richter vom Amtsgericht meinte noch in seiner Urteilsbegründung, ich hätte mich mehr bemühen müssen, da ich mit einem Urteil seinerseits hätte rechnen müssen. Und mehr als dahin gehen und fragen, ob ich Post habe, geht nicht. Also, was stellt er sich vor, der Richter? Hätte ich da selber Kontrolle ausüben sollen im Amt? Obdachlose? Nee, danke. Da habe ich drauf verzichtet.
Ja, genau. In dem Rechtsstreit Richard gegen PK wird auf Folgendes hingewiesen. Ja, die Berufung muss beim Landgericht Bochum schriftlich durch Landgericht zugelassenen Rechtsanwalt innerhalb Berufungsfrist beträgt einen Monat. Beginnt. Ja, schön zu wissen. Danke. Zugestellt am 7.3.24. Sehr geehrter Herr Kerr, in dem Rechtsstreit K gegen Richard ist die Berufung unzulässig, da sie nicht formgerecht eingereicht worden ist. Sie kann nämlich nur durch einen zugelassenen Rechtsanwalt eingelegt werden. Wenn Sie also wirksam Berufung einlegen wollen, so beauftragen Sie damit rechtzeitig den Anwalt. Die Berufungseinlegungsfrist läuft am 15.03.24 ab. Wenn Sie das nicht tun wollen, empfehle ich Ihnen, die von Ihnen selbst eingelegte Berufung zurückzunehmen. Sie müsste andernfalls durch Beschluss auf Ihre Kosten als unzulässig verworfen werden. Bitte geben Sie mir bis zum 16.03. Bescheid. Von Rinn, Richter am Landgericht. Oh, Scheiße. Ja, ja. Noise.